Ja, hallo. Das ist mein zweites Video-Review zu den Cases. Und heute, also ich stelle euch jetzt mal das so ein Silikon-Case vor. Hat hinten so ein Muster drauf. Die WLAN-Antenne ist ausgeschnitten. Ich frage mich wozu, aber ich werde es gleich mal testen. Das Material fühlt sich, naja, es ist okay. Wenn man genau reinzieht, sieht man auch ein bisschen Verfärbungen, was allerdings, wenn man es an hat, also wenn der iPod Touch drin ist, nicht stört. Ich werde es einfach mal reinsetzen. Da das ein Silikoncase ist, kann man es eigentlich gut biegen und gut drüber ziehen. So, ist dran. Also ich finde, naja, abgesehen von der WLAN-Antenne, die eigentlich meines Erachtens nicht notwendig war auszuschneiden, also ist das Case eigentlich sehr gut. Man sieht das Display noch sehr gut, man kann es gut halten. Und ja, die Lautsprecher. Okay, also ich finde, den oberen kann man besser drücken als den unteren. Dann den Sleep-Wake-Button. Der geht super. Dann an den Home-Button kommt man auch noch einigermaßen gut hin. Und unten ist es eigentlich auch gut ausgeschnitten. Man hätte es ein bisschen magerer machen können, aber ich finde es eigentlich ziemlich gut für den Preis. Das hat auch so 2 bis 3 Dollar gekostet. Und wer einfach mal so ein Case einfach haben will und noch keins hatte, für den kann man das weiterempfehlen. Und sonst, naja, ist so ein Hardcover, so ein Hardplastik-Case besser. Das war schon zu dem Case. Ich sag danke fürs Zusehen. Bitte bewerten, kommentieren und abonnieren.